Gut, dann versuchen wir die ganze Sache nochmal von neu. Also, jo, heute geht's hier bei Eismann Extreme virtuell mal ein bisschen um Repenten. Das heißt auf gut Deutsch, wir gehen hier auf Games und suchen hier hinaus PTP 2 Addon starten. Danach öffnet sich irgendwann in wenigen Tagen ein Fenster. Und es hat sich geöffnet. Ja, dann gehen wir hier auf Objekte. Und wir sehen gleich. Jawohl, wir sind hier beim Content Manager, auch CM genannt. Das Ding hat sich gerade wieder aufgehangen. Scheiße. Mann, wenn man es minimieren will. Es dauert jetzt eine Zeit. Da steht, bitte warten Sie, bis sich alles regeneriert hat. Also bis alles generiert hat, so rum, muss ich sagen. Bitte warten Sie. Solange wir warten, öffnen wir jetzt halt einfach. Ach nee, das kommt mit der Zeit. Ich werde dann auch noch das Versuchsobjekt filmen, sodass ihr auch seht, dass es wirklich funktioniert hat. So, da sind wir nämlich schon. Wir nehmen heute die Baureihe 185 der DB in Rot. Die haben ja eines der ersten DB-Baureihen repainted, also. Keine neue, keine moderne. Und warum ist hier so ein wunderschöner Warte? Warum ist hier so ein wunderschönes Warteteil? Egal. Dann gehen wir hier im Explorer bearbeiten. Also das, diesen blöden Mauszeiger jetzt nicht beachten. Dann sind wir hier bei Art, Body, Laufnummer, Panto 2, PZB, Sh was heißt das? Shadow, Sound, Viper und die ganzen Sounds. Wir gehen hier jetzt, uns interessiert nur Body. Dann gehen wir auf Text 1. Also ihr müsst immer schauen. Entweder ein Objekt von außen hat mehrere Textdateien, Texturen, oder nur eine. Bei der 185 ist es, weiß ich jedenfalls, dass es da, ich glaube, sogar zwei sind. Ich hätte jetzt halt eins gesagt, aber das wäre vielleicht falsch. Ja, wäre falsch. Also es sind zwei. Einmal für vorne und einmal hier für die Seite. Gut. Dann sind wir hier an der Seite. Die Seite wollen wir jetzt auch nur bearbeiten, vorne nicht. Und nein, ich mache jetzt nicht die Edelweise 185. Keine Panik. Denn die kriege ich sowieso nicht hin. Aber trotzdem machen wir sie mal weiß. Und ich hoffe, ihr kennt euch mit Paint.net aus. Wenn nicht, dann schaut ihr einfach mal ein kleines Tutorial an. Was nicht ich mache. Wir machen die jetzt einfach mal ein bisschen weiß. Und ihr seht, manche Teile hier, die werden nicht weiß. Muss man halt alles per Hand machen hier. Sonst wird das nichts. Aber es ist auch egal, auf die Feinheiten könnt ihr da selber schauen. Das ist nur so ein grobes Tutorial, wie es jetzt halt aussehen kann. Und nicht irgendwie eine Masterarbeit. Ich mache schon, also ich habe mich jetzt dran gesetzt, schon richtig gut professionell hinzubekommen, Loks nachzurepainten. Funktioniert auch ziemlich gut bisher. Das sind die Ansteige, die können ruhig schwarz bleiben, die interessieren mir jetzt wenig. Aber ich will jetzt halt, eigentlich nur zeigen. Das ist die B-Zeichen hier, das oben, das ist immer so. Toolpinsel, macht aber nichts aus, warum alles auf. So. Wie gesagt, keine Masterarbeit, jetzt einfach mal so. Weil man mich gefragt hat, ey, könntest du mal zeigen, wie es Repainten funktioniert? Und dann habe ich gedacht, ja, komm. PTP2 Repainten kannst du mal zeigen. Hier, damit wir auch noch die blöden groben Umrisse hier. Oh, jetzt habe ich die Tür mit erwischt, ist egal. Wie gesagt, keine Masterarbeit, ist jetzt nur kurz zum Schauen. Zum Schau hin, es funktioniert. Und wie? Gut, dann schreiben wir hier einfach mal was drauf. Wir könnten jetzt halt, den Pinsel nehmen und irgendwas drauf kritzeln. Mache ich mal hier. Vielleicht soll das ein neues Logo sein. Dann geht das hier auch über die Tür. Das müsst ihr mit beachten. Und hier auch. Ja, machen wir es hier auch genauso. Bisschen bemalen hier. Ihr seht, ich bin sehr einfallsreich.
So, und auf der letzten Seite schreibe ich jetzt was drauf. Sieht dann bestimmt richtig schön aus. Weil das sind nämlich insgesamt ist es nämlich ein Lochteil. Also das hier und das hier ist ein Lochteil. Das heißt, die Seite ist jetzt nur mit diesen blöden Strichen hier. Das hier und das hier ist ein Lochteil. Das heißt, es hat diese Seite und diese Seite und hier kommt jetzt eine Schrift. Ja. Wie gesagt, ist kein Paint.net-Tutorial. Also ich verwende hier halt nur Paint.net. So. Passt es so eigentlich auch. Dann speichern wir das Ganze ab und da ist es jetzt wichtig drauf zu gucken, wie man speichert. Es ist eine Tragerdatei, wenn man auf Speichern untergeht, ist das Tragerdatei normalerweise schon eingetragen, wenn ihr die Datei nimmt, die drin ist und dann hier auf Speichern klickt, Ja ersetzen. Und jetzt hier auf 32-Bit ist das höchste. Nicht auf Autoerkennung, sondern auf 32-Bit muss es sein, weil sonst erkennt es PTP2 nicht mehr. Sprich, der Content Manager ist auch für Trends 2010. So, haben wir das Ganze drin. Wie gesagt, es sieht scheiße aus. Dann müssen wir hier das nochmal, na, das würde ich jetzt halt nicht empfehlen, doch nochmal im Editor reingehen. Also, wenn es geht. Kann man es, aber da muss man halt aufpassen, dass man nichts anderes kaputt macht, hier in der Config bearbeiten. Zum Beispiel kann ich da jetzt halt, einen neuen Namen geben, wie E182, 182, E185 Tests. Datei speichern. Kann ich gleich mal nebenbei sagen, während ich das hier alles zumache und hier wieder auf Einbinden klick, also man kann auch Steuerung N alternativ dazu machen. Kann ich gleich mal kurz sagen für Leute, die das Repaint vielleicht hochhalten, genau, hochladen wollen. Ihr dürft nur die Trager-Dateien, also die TGA.TGA-Dateien veröffentlichen und auch nur mit der Genehmigung von Wizard. Also ich muss bei Wizard anfragen. Darf ich die TGAs, meine TGAs veröffentlichen? Dann sagt er ja, nur die TGAs. Aber sie müssen zugleich auch im Forum veröffentlicht werden. Also ihr könnt sie auf eurer Website zum Beispiel auf eurem Download-Server hochladen, aber im Forum auch noch den Download-Link angeben und vielleicht ein paar Bildchen dazu. Dann ist das alles legal. Also wenn es von Wizard genehmigt ist und die das euch so gesagt haben, ist es alles legal. Dann könnt ihr die Tragerdateien hochladen. Nur die Tragerdateien. Aber so schwer geht das ja auch nicht, gerade dass ein normaler User jetzt nicht weiß, wie so eine Tragerdatei eingefügt wird. Ich habe es euch jetzt ganz schnell gezeigt und es hat ja nicht lange gedauert. Ich hoffe, es war ein wunderschönes Tutorial für euch. Vielleicht gehen wir, weil ihr jetzt hier AW-Tools sieht, vielleicht gehen wir das nächste Mal an das Repainten von Train Simulator 2014 Logs, also Railworks 5 Logs ran. Wenn ihr es unbedingt wollt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben.